Ja, pass auf dich auf. Gute Reise. Jo, genau, und sag Bescheid, wenn du irgendwas Krasses siehst. Viel Glück. Ja, ciao, ciao. Jo, danke. Tschüss. Ja, wir müssen echt mal, Leute. Eine M9-Pistole. Möchte irgendjemand eine M9-Pistole haben? Mit, nur die Magazine. Ja, nur die Magazine. Magazin und vier, drei leere habe ich. Nämlich alles, sag mal. Aber wir können ja aufteilen, wenn du noch einer brauchst. Ja, wie sieht das denn aus? Wollt ihr jetzt da irgendwie mal wandern gehen oder was? Wandern? Wir müssen plündern, wir haben nichts mehr zum Tauschen. Oder plündern? Ah, dann gehe ich wandern. Ach nee, die nicht, die brauche ich doch. Oh mein Gott. Ich brauche M-Log-Magazine. Dann nimm du die. Die M9, die brauche ich. Ja, nimm dir. Willst du die Pistole auch haben oder nicht? Ich. Nein, nee, die brauche ich nicht. Shorty. Okay. Willst du Batterien dafür haben? Ja, irgendeiner von uns muss mal da hin und auskundschaften, ne? Was möchtest du denn haben? Ja, als ein oder zwei reichen. Ja. Ich bin mal eben kurz an der Triangel, mal gucken, ob da ich. Ey, ja, viel Spaß, findest du eh nichts. Hä? Wir könnten uns so ein riesen Funkgerät hier hinmachen mit ein paar Batterien und ein Ladekabel oder sowas. Und das immer im Laufen halten, wenn irgendwas sein sollte. Achso, da will jemanden hören. Durchfunken kann. Ja, ja, wenn einer um Hilfe ruft wegen UN oder sowas, dass wir direkt da los können. Ah, du, ich weiß auch. Boah, das ist eine voll gute Idee, ne? Dass wir das hier im Lager stehen, dann können wir das abhören immer. Ja, aber ein paar Batterien brauchst du dafür, Autobatterien. Nein, das ist, nein, die großen halten voll lange. Wir haben zwei Funkgeräte und drei Autobatterien. Hä, wo ist das Funkgerät denn, das große? Ich hab's reingebracht. Warum? Ich dachte, das wäre meins gewesen. Nee, deins ist in deinem Zelt drinne. Nee, das ist in dem anderen Zelt gewesen. Aber jetzt haben beide eine Batterie und ich habe noch eine extra Batterie mitgebracht. Das ist keine schlechte Idee, dass wir so ein Funkgerät hinlegen, damit wir hören können, ob hier jemand ist. Haben wir so ein Ladegerät? Ja, haben wir. Andere Frage, würden die uns auch hören? Still ist da oben, vielleicht kriegen wir da noch was. Wenn wir reden, hören die uns, ja? Ja. Deshalb soll man ja auch die Schnauze halten, wenn man abhört. Ja, sag das mein Giffy. Als ob der die Schnauze halten kann. Verrät uns alle. Aber eigentlich bin ich komplett im Arsch, man. Die ganze Nacht alles hier rüber geschleppt, den Scheißwald. Du bist im Arsch, ja? Ja, klar. Bis heute Morgen um 7 oder so. Ungefähr. Wir mussten alles abbauen und alles hier rüber schleppen. Wir sind hingewandert. Wie hingewandert? Durch Wind und Wetter, mitten in der Nacht. Ja. Die Mila hat 50 Holzbretter geschleppt. Auf einmal. Die? Ja, klar. Zeig mal, wie hast du gemacht? Ich bin sehr stark. Okay. Russische Hammerwerferin bist du. Unterschätzt mich nicht. Schotti, wo ist dein Freund Carlos? Keine Ahnung, kacken. Hey, Curdy. Hm? Haben wir irgendwo noch eine Wasserflasche? Ich kann dir eine von mir geben, ich habe drei. Okay, dann nicht. Hast du wahrscheinlich meine geklaut, ja? Ich habe deine genommen, ja. Als du bewusstlos auf dem Boden lagst, habe ich dich ein bisschen gefüttert. Aha. Warte, ich gebe dir die wieder. Hier. Ich habe die sogar desinfiziert. Kann man sich eigentlich in die Zelte da schlafen legen? Klar kannst du hier schlafen legen. Dafür ist das komische Shelter da vorne. Für so Penner wie du, die kein Zuhause haben. Ich habe ein Zuhause, es ist nur zu weit weg. Ja, dann leg dich doch da schlafen. Dafür haben wir das da hingebaut. Ich habe nur ein bisschen Munition, die ich nicht brauche. Ich würde die mal hier hinlegen, kann sich jeder bedienen. Zeig mal. Panzerbrechende. Ja, was hast du dafür? Haben wir doch vorne das gelbe Fass stehen, oder? Und was mit der Truhe, die auch? Da, Revolvermunition. Oh, passt das für meinen Revolver, oder was? 23 Schuss. Oh, nicht zu wenig, holy shit. Ja, mit der kann ich nichts mehr anfangen. Ich finde der sie besser. Vielleicht über die heftige Job machen. Die Panzerbrechende ist, glaube ich, für die VSS. Aber
keine Ahnung, wo man die findet. Oh. Tag zusammen, Chat, ich bin süchtig. Und weil wir hier gerade so viele sind und die Story weitergeht, hab ich mir gedacht, scheiße, Alter. Nee, du. Ich muss euch da zeigen. Danke, danke. Kein Denker, denke ich. Wenn, dann fütter ich mich selber. Ich nehme nichts von Fremde an. Eigentlich soll ich mir die ganze Zeit semi-AFK rum. Wer weiß, was du da in die Dose reingemacht hast? Ja, an die Babypille. Ja. Die hattest du bestimmt auch in der Hand, als du... Ja, ich hab deinen Garten gesehen. Ne, ich hab ein Ninja-Schwert gefunden. Ich hab den... Der Shorty hat ein Ninja-Schwert gefunden, das hab ich gegen mein Ritterschwert getauscht. Den verstehe ich irgendwie nicht. Der ist sie auf jeden Fall gleich Rust, Mann. Aligning is third person. Hier, mein Ninja-Schwert. Hui. Den neuen Garten, ja, du hast ganz viel da angepflanzt, ne? Das vergammelt auch alles. Wo ist die Mila hin? Ich glaube, die ist mit einem von den Typen mitgelaufen. Hure. In den Busch. Schwein. Ja, Kantana halt. Heiner weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gehe ich mal dahin und gucke mir mal Rust an ein bisschen, aber ich habe letztens mal Chat gefragt und keiner ist irgendwie für Rust. Ich im Prinzip auch nicht. Wenn ich hingegangen wäre, dann nur Moonday mal zu besuchen oder Papa mal zu besuchen. Schön mit Stream Snipe und so. Nabend! Rust ist Liebe, Daisy ist mehr Liebe. Find ich. Ja, wo könnten wir hingehen? Ich weiß nicht, sollen wir mal irgendwie versuchen, von weiters weg irgendwie reinzugucken, ob wir da was sehen? Was auf dem Airfield? Ich weiß nicht mal, wo die... Ja, ich weiß nicht mal, wo die da ihren Stützpunkt ganz genau haben. Also bin ich kein Fan von. Ja, schlag was vor. Wir brauchen Munition, wir brauchen alles. Wir haben 3 Waffen, also wir. Plus Mila ihre. Wir haben gar nichts. Wir sind den ganzen Tag hier also, und tauschen immer Sachen, einmal Batterien und so nur. Ich hab mit meinem Nachbarn, den habe ich vorhin getroffen, und der meinte, der war in dem ganz im Norden in Tizi. Ja. Dem Militärstützpunkt. Und da gibt's wohl echt asozial viel Munition. Das ist aber auch echt asozial weit. Das stimmt. Dann ich hab voll über die Hälfte meiner Munition aus Balota geholt. Dann musst du wieder dahin. Balota, Airfield? Ja. Das ist von hier aber auch ein gutes Stück. Da kannst du auch nach Tizi laufen. Ja, Cody, ja, das ist der CRP, unser Server. Ich hoffe, euch allen geht's gut an diesem wunderschönen Tag. Ich weiß, ich halte schon wieder meine Pausen nicht ein. Ich war auch den ganzen Tag, was heißt den ganzen Tag, so semi-AFK in Daisy nur. So ein bisschen handeln und so. Da rundherum. Okay. Ja, okay. Von nach Balota kann man halt dann nach Zelle und Gors gehen. Ja, Ursas, ich weiß. Ich muss darauf achten, dass ich meine Pausen einhalte. Aber ich bin süchtig. Ich kann da nichts für. Wir müssen irgendwo hin, wo es Munition gibt. Der eine ist ja gerade zum Triangel gelaufen, ne? Der kommt gleich wieder mit leeren Taschen, 100%. Keine Ahnung, ich würde euch anbieten, Richtung Balota zu laufen. Da könnten wir dann bei meinem alten Camp einen Stopp machen. Da können wir dann das so gesehen leer räumen, was da noch so drin ist. Bis komplett in den Süden wieder runter. Nicht nochmal. Das ist doch nicht lang. Oder wir laufen in Westen. Da zu dem grünen Hügel. Da ist auch irgendwo ein bisschen Militärzeug.
Wir sind letztes Mal schon, von unserer Vierergruppe sind letztes Mal schon fast 2 Stück gestorben auf dem Weg in den Süden. Ich meine, okay, jetzt haben wir Medikamente und so, ne, aber ich kann auch, um ehrlich zu sein, die Strecke nicht mehr sehen, schon wieder da runter hin. Könnten aber trotzdem zu meinem alten Camp rennen, das ist bei Pulkovo in der Nähe. Ist das weit? Ist beim Green Hill in der Nähe. Also da kann man dann auch nochmal Green Hill mitnehmen. Da habe ich letztens 2 KMs gesehen. Welche Richtung? Hier lang. Das Cantana findest du in Zivilhäusern. Ja, ich nehme ein bisschen Verpflegung mit. Shorty, kommst du mit? Ja, ich muss dann aber auch nochmal nach Hause ein bisschen Verpflegung holen. So, vor allem medizinisches Zeug. Ja, Medizin habe nee, Medizin hab ich bei. Okay. Und ein bisschen was zu essen. Dann lass vorher zu dir gehen und dann gehen wir. Wo ist denn Lucky und so? Wo ist Mila? Hallo, also ist jemand im Funk? Ich habe 5 Steaks noch bei. Ich denke, das sollte ja nicht reichen. Ja, das reicht auch. Wichtig ist halt Munition. Ein bisschen zumindest. Medizin habe ich bei und Essen habe ich auch bei und Trinken auch. Also bei Green Hill kannst du dich drauf einstellen, da musst du schießen. Da ist weißer Hölle irgendwie. Carlos! Die mach ich alle platt. Kannst du... Ja, wir haben das Lager umgezogen, heute Nacht sogar noch, Alter, wie so Süchtige. Weil da an dem Bach extreme FPS-Probleme gibt. Was ist das für ein Kaliber? Und wir waren hier gerade heute schon im Lager mit 12 Leuten oder so. Und ich habe trotzdem dann 90 FPS. Das sind die braunen. Bis 100. Die braunen. Wir haben das jetzt in so ein Waldstück hier reingebaut. Nicht weit weg vom alten Lager. Ja, genau. 2 oder 3 volle. Warte, ich lass noch ein Zelt da. Hallo? Müssten volle eigentlich im Lager sein. Hat einer ein Papier? Hat einer ein Stück Papier? Ja, ich hab. Ja, geh mal bitte. Ja, ich hab Papier. Ja, bitte. Warte, ich lass noch ein Zelt kurz da. Ach ja, wenn ihr Zelte braucht, können wir dann auch mitnehmen, direkt bei mir. Ja, ich könnte tatsächlich. Ein Zelt könnte ich gebrauchen. Ich hab da nämlich noch, glaub, 2 oder 3 Stück im Safe liegen. Boah, das wäre natürlich krass. Glaub, 2 Autozelte. Ein mittleres. Mir wird sogar ein kleines reichen. Das kleinste quasi was. Und so ein kleines, also was heißt klein? So, das sind halt die mittleren. Aber Auto zählt 100%ig. Da hätte ich 2 Stück da stehen. Eins steht und eins liegt da nur rum. Bei Kotzlovka. Im Endeffekt, wenn du von Green Hill westlich rennst oder südlich rennst, einfach die Straße entlang komplett. Okay. Also meinetwegen können wir. Ich habe einen Zettel da gelassen. Ja, warte noch auf Carlos. Lass kurz nach Hause noch was holen. Gibt GTA RP, wenn ich darauf Bock hab. Hallo Hyde. Hallo, auch auf Nummer 1, aber nein, das ist Nummer 2. Auch an alle anderen. Hallo, guten Abend, wunderschönen. Ich küsse euer Herz. Shotstream heute ein bisschen chillen. Gucken, was abgeht. Wenn ihr wollt, durch Tinkepätchen, Kühlschrank ist heute auf, nehmt euch bei Duplos. Chillt euch zurück. Cruzy, danke schon für den Prime 39. Jan Rox, danke für den Prime 28. Chelly, danke für den Resum 7. Maxi Max, danke für den Prime 11. Notification Gang, Wir spielen noch wieder GTA RP. Pest euch nicht in die Hose, ihr Süchtigen. Nee, danke, ich hatte gerade. Nee, danke. Ciao. Ich hoffe nicht, Amadini. Ich hoffe, einer von euch kennt sich aus, ne, weil ich verlaufe mich immer. Bis nach da unten, kein Problem. Es war sehr nahe.
Ja. Ah, kommt aus der Stadt? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich dachte mir, ich mach den Bums einfach hier an, damit man die Story ein bisschen verfolgen kann. Auch wenn die alle so GTA, also fast alle GTA-RP-süchtig sind, weil gegen ging es so cool. Macht so Spaß, seit 4 Jahren das Gleiche zu machen. Geil im Kreis stehen und Bretter verteilen. Wollen wir dann Green Hill direkt mitnehmen? Mir geht's auch gut. Ja, wenn wir schon dort sind, oder? Wir nehmen alles mit, wir brauchen alles. Also wir laufen hundertprozentig an Green Hill vorbei. Ich brauche auf jeden Fall diese komische SKS-Munition, diese graue mit diesem Kupferkopf. Da vorne ist einer. 762. Ja, genau. Habe ich im Camp, glaube ich, auch was liegen. Also, wie gesagt, gehen wir bei mir ins Camp, können wir plündern. Dann kann ich auch langsam meine Zelt mal hier nach oben schleppen. Das ist Mila. Ja gut, dann kann ich direkt mitkommen. Ich finde GTA-LP halt einfach geil wegen den Stimmen, so ein Hörbuch. Da sind auch dann noch eine Mosin und noch eine K. Da kommt sie angerollt. Mein Dickerchen. Mila! Der Boden bebt. Mila! Hi, ist Lucky wieder hier? Weiß ich nicht. Ich habe ein Zelt da gelassen. Wir wollten jetzt los. Kommst du mit? Wohin? Zu einem alten Camp von jemandem, da hat er noch Zeug. Und zu diesem Green Mountain Ding. Ich glaube, das ist das ganz, der ganz große Radiotower. Okay. Okay. Ja, okay. Wollen wir Lucky mitnehmen? Wenn er nicht hier ist, muss der noch da oben und sein, glaube ich. Warum ist denn nicht im Funk? Weiß nicht. Dann geh, hast du dein Megafon dabei? Okay, hallo. Hast du dein Megafon dabei? Ja. Dann renn schnell nach oben und schrei rum. Und hol den. Wir sind noch ein paar Minuten hier, wir warten dann auf dich. Beeil dich aber. Beeil dich! Wir müssen noch in die Richtung. Egal. Schneller. Wir müssen da hoch, weil das ist auch mein Camp. Die weiß nicht mehr, wie man das Ding anmacht. Oh. Lucky! Hallo! Aua. Bist du hier? Ich hab dich verloren! Ich bin hier! Hier unten! Hallo! Hallo! Scheiße, ist das Ding laut! Ich bin hier mit meinem Megafon! Und ich hab dich verloren! Wie weit hört man die Scheiße? Okay. Keine Ahnung. Hast du mal die Lautsprecheranlagen in den Städten probiert? Text vergessen. Oh nein, ich hab einen Hänger. Warte. Mein Sonnenlicht. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Puh, ey. Komm einfach mal Richtung. Bist du noch hier? Komm ruhig. Nur zu. Nicht so schüchtern, sag ich immer. Weil Schüchternheit hält uns zurück, offen zu sein, anderen gegenüber. Und, kommst du bitte? Ich hab dich verloren. Die kleine Mila wartet auf Abholung. Ich hab meine Mama verloren und mein Papa wird gar nicht mehr. Bitte, wie viel Reichweite hat dieses Megafon? Holy shit. Ja, dann fick dich doch. Gut ohne dich, klar. Ich komm voll gut klar. Da hinten sind meine Freunde, ja? Die warten auf mich.
Die vermissen mich. Ich bin deren Sonnenlicht. Arschloch. Sag mal nicht, wir haben alles gehört. Das Ding bei Lesi ist halt, es macht doch unfassbar viel Spaß, einfach mit den Leuten hier aus dem Chat auch zu spielen. Ich habe schon ganz lange jetzt wieder keinen getroffen, der sagt, hey, hier sind ganz viele Spieler. Ich komme gut klar! Mein Leben blinkt hier und ne, die machen alle irgendwie RP, das ist richtig geil. Und man hat jeden Tag was zu tun, ey. Man muss sich andauernd darum kümmern, dass man überlebt und essen und all so eine Scheiße. Das macht übertrieben Bock. Hallo. Hi. Grüße. Giffen. Giffy. Jetzt. Giffy. Hi. Wir wollen plündern gehen. Kommst du mit? Wohin plündern? Ich ja, wir wollen zu diesem Green Mountain. Ich glaube, das ist dieser große Radiotower und so. Und zu einer alten Base von jemandem. Auf geht's. Die rote Rakete. Also, ich habe alles versucht, aber... Ja, der wird uns schon finden. Wenn nicht, ich habe einen Zettel im Lager hinterlassen. Wo bleibt denn jetzt dieser alte Wichser-Mexikaner Carlos, Mann? Ist wahrscheinlich nur mal Schachtel gegangen. Oh. Ich glaube, das sollte man mir nicht geben. Aber gut. Oh nein, gib mir das wieder. Was denn? Ich wollte nur meine Wut damit zur Geltung... Ich weiß nicht, also, was du meinst. Kann ich bitte wieder... Gib mir das wieder. Was bitte. Denn? Du, nein, bitte, komm. Ne? Also, bitte. Sehe ich so aus, als würde ich was klauen? Ja, schon. Aber guck mal, wie süß ich bin. Aber guck mal, wie süß ich bin. Du hast eine Maske auf, ich sehe nicht, wie süß du bist. Ich bin aber süß. Und walla, weil der Kurani, du hältst die auf. Du Machauka. Aua. Aua. Boah, mach die gleich zweimal. Und was hast du so gesagt? Nicht mit mir an. Halt die Klappe, Weezy. Megafon drinne? Was hast du so erzählt, die Megafon drinne? Ach so, ich hab nichts Wichtiges. Ich hab gesagt, yo, Lucky, ich bin's. Shorty, wo bleibt dein Kollege, Mann? Wir gehen ohne dich. Keine Ahnung. Boah. Alter Mann. Komm, wir gehen mal eben zu dir nach Hause und hauen ihm in die Fresse. Bin ich dabei. Alter, der kommt schon gelaufen. Ich sehe ihn, der kommt schon. Der hat bestimmt da seine Hose verloren. Schade, ich habe mich jetzt gefreut, ihn zu hauen. Also bei dem Dankeschimpf für 510 Lucky, Bits, Budi. Ich küsse dein Herz. Los, kannst du bitte kommen und so. Ah ja, aber, okay. Ja, Obelix, nehmt euch ruhig Tinkepettchen. Heute ist Kühn schon komplett auf. Bist ja Mrs. Cool höchstpersönlich in Person. Ja, das bin ich. Dann Spaß. Deine Hose ist kaputt. Du wirst immer dicker. Die reißt langsam. Aua! Hau zurück. Lass dir das nicht gefallen. Da sind Löcher drinne. In dir ist gleich ein Loch drin. Bist du sicher? Guck mal, wo der hinläuft. Guck mal, wo der hinläuft. Guck mal. Ah, jetzt okay. Der wäre gerade voll an uns vorbeigelaufen. Ach, das wird ja Spaß mit dem dann. Carlos, du Drecksau. 500 Jahre. So, was müssen los, wir hin. Was los? Danke. Ja, unser Carlos. Hast du dir den Blutbag mitgenommen? Nö, brauche ich nicht. Okay. Die UN hat jetzt aufgestockt mit Leuten aus der Community sogar. Ich glaube, der Fabi, der Stifler heißt der, glaube ich, in Game. Die sind da drinnen jetzt. Und wir haben die Slotzahl erhöht. Und ich glaube, wenn der Nick jetzt bald Bock hat, dann macht er weiter Whitelist. Giffy rempelt wie der dreckige Wichser. Du bist ein Wichser. Andauernd suchen dich die Leute, weil die wieder zum Lager kommen und was tauschen wollen, was du mit denen ausgehandelt hast, ne? Und immer wenn die kommen, bist du nicht da. Liegst in einem dreckigen, verpissten Stinkezelt. Du Pisser. Und immer wenn ich da bin, sind die Leute nicht da. Giffy kriegt Ärger. Mila hat Munition aus dem Fass geklaut. So, jetzt ist das hab raus. Hab ich gar nicht. Ja, klar warst du da. Du hast nämlich die AK. Du scheiß Engel. Ja, aus dem Fass genommen? Aber ich hab keine Munition geklaut.
Stufe die, wenn du... Ich hab meine eigene. Was war mit dem Pass? Da war eine CR. Es gibt Modded-Server, die haben 120 Spieler. Pass auf, oh mein Gott, wir sind ja Zombies. Den... Was denn? Das war meiner! Hallo Lucky, ich bin's nochmal. Ja, wir laufen. Die ersten laufen schon falsch. Wohin? Hier lang. Komm zurück. Da vorne ist einer. Da vorne ist Lucky. Da kommen zwei Leute entgegen. Auf der Hauptstraße. Lucky? Nein, gib mir das. Hallo? Hallo? Hey. Halt die Klappe! Nein, du hältst, deinen Schmutzmund! Du hast mir das einfach. Du kriegst das gleich wieder. Lucky? Ja, ja, hier! Nimm es! Nicht du! Hi, Lucky! Okay, grüße! Hi, Lucky! Halt die Schnauze, Giffy! Lucky, komm, wir gehen plündern. Hast du gehört? Wen hast du da mitgebracht? Wie geht's dir, Lucky? Ein Fremden aus Bohr. Der sucht ein Funkgerät. Was für ein Funkgerät? Normales Funkgerät. Wir haben zwei Stück im Lager, im Postbarrel drinne. Ja. Ich habe jede Menge Sachen zum Abgeben mit, falls ihr was tauschen wollt. Dann schließ dich uns an, wir gehen jetzt plündern, vielleicht finden wir eins. Okay. Ich wüsste jetzt, wo eins liegt. Ist nicht weit. So, kommen wir ja, komm, wo ist unser Anführer hier? Lass uns einfach losgehen, oder? Ja, der Fleck. Ja, kommt. Kommst du mit, Lucky? Wo geht's hin? Green Mountain. Dann. Und zu einer alten Green Base. Green Mountain, dann Kotzlovka. Macht so viel Bock, ne, einfach mit 10 Leuten rumzurennen. Lass es sein, Junge. Hast du dein Megafon wieder, Mila? Mhm. Sicher bei mir in der Tasche. Naja, die UN patrouilliert nur am Airfield und Umgebung anderer militärer Plätze. Ich glaube nicht, dass die hier hinkommen. Auf welcher Frequenz funkt ihr eigentlich? 91,3. Boah, wisst ihr was? Das ist ziemlich weiter weg bis zu Green Mountain. Ich glaube, ich gehe zum Lager. Warum? Warum? Weil es ziemlich spät ist und ich fertig bin. Ja, okay. Okay, mach's gut, Lucky. Viel Erfolg. Bis weißt morgen. Du, wo das neue Lager ist? Ja. Klar, der war doch vorhin schon da. Tudelu. Oh, und Curtis. Okay. Ja. Was? Wenn Giffy rein zufällig unterwegs verschütt warum geht. Warum wird hier gebummelt? Aha. Ich wäre nicht böse. Okay. Teddy, kann ich dir nicht sagen, das macht Denver. Denver ist der Anführer der UN. Kurz Katze rauslassen. Mr. Craig Ross, vielen lieben Dank für deine 200 Bits. Oh, entspannt, einfach Wandersimulator spielen, geil. Erst standen wir im Kreis. Und jetzt laufen wir. Was sagen Sie dem wunderschönen Hello Cushy Mode Testspiel? Welcher Hello Cushy Mode? Was? Hab ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Lexi, ich weiß doch, wer du bist. Ich weiß doch, dass du damals schon Daisy RP gezockt hast. Wir haben sogar auf dem gleichen Server gespielt. In den Discord-Chat gucke ich nachher, habe ich nicht gesehen. Ich war heute nicht so aktiv im Discord. Ich habe heute Pizza gegessen.
Und ich war semi-AFK in Daisy. Und hab ein paar Sachen gemacht. Boah, das ist echt verdammt weit, ne? Ja. Yep. Ich dachte, das wäre kurz um die Ecke. Ich hab nicht Bock, wieder in irgendeine scheiß Dreckscheune zu pennen. Ich hab auch will. Wann sind wir da? Güffi, kümmer dich mal lieber um die Leute, die mit dir handeln wollen. Oder sag mir wenigstens vorher Bescheid. Wer war denn da? Wer wollte denn was vorbeibringen? Ich weiß seinen Namen nicht. Ich war da. Ja, der war da. Was wolltest du vorbeibringen? Für Jutebeute und Netzgeflecht. Ui, hast du die noch? Die habe ich Curtis gegeben. Ich habe die getauscht. Okay. Wo liegen die? Gegen Kondome und Vaseline. Wir bauen denn den. Wir können denn den dritten fertig bauen, glaube ich. Ja, jetzt schrei doch noch laut darum. Ja, ich hab geflüstert. Du bist der Einzige, der hier die ganze Zeit schaut. Schwierung, Mila? Das hat keiner gehört. Ich kann leise reden. Was? Ich hab nicht verstanden. Nix, alles gut. Trockenschmierung, Trockenschmierung. Mila, deine Hose ist kaputt hinten. Komm, ist nicht schlimm. Komm! Aber die werden alle dahin gucken. Nein! Deine haarigen Beine überdecken das. Ich meine. Hä, da sind doch Waffen drin. Tagsam, Tante. Und Arro, Digga. Danke für den Prime 13. Tagsam. Und Bucky, dankeschön für 500 Bits. Und It's Fatalitix, dankeschön für den Prime 3. Hi. Auch. Ja. Und Tante Wiesel bei der UN. Dein Arm da vorne. Was sagst du? Dein Arm da vorne hat gerade ziemlich komisch ausgesehen. Mila, was hab ich gehört? Deine Hose ist hinten kaputt. Boah, lass die in Ruhe. Ey, Mann. Hi. Lass dich nicht ärgern, komm. Hau den weg, Mila. Toll auf die Nase. Die gucken da nicht hin. Ich wollte, dass ich die behalte. Claudio. Ja, da komm ich nicht mit grad. Wie weit ist es noch? Siehst du die Antenne da? Ja. Da ist doch gar nicht so weit. Genau. Ja, mein Camp ist halt noch ein Stückchen weiter. Also noch seid ihr nur mit Klamotten beschäftigt. Aber es gibt schon ganz viele Stories im RP, dass Leute da hören, wie Landminen hochgehen und so. Das ist echt cool. Du bist hingefallen. Ja, die Tante ist auch bei der UN. Stimmt doch gar nicht. Weil die küsst doch mit dem Juni. Carlos, du wolltest eigentlich vorbeikommen, ne? Und du schuldest uns noch was für das Flutlicht. Das ist jetzt schon eine Erpressung, ne? Wie Erpressung? Ich hab dir meine Kopflampe gegeben und du kamst in die Zuflucht und hast ein verficktes Flutlicht geklaut, Junge. Diggern, ich hab dir nix. Diggern hat dich ausgediggert. Du Pisser. Volles M-Log-Magazin, Alter. Ja? Was für ein Magazin? Das ist ein M-Log-Magazin? Soll ich dir. Boah, ich zieh dir gleich die Ohren lang, du. Der kam zu mir und hat gesagt: Du, Curtis hat gesagt, du sollst mir mal so ein Baustoffstrahler-Ding geben.
Dann hab ich ihm den mitgegeben. Da bist du dumm zu lachen. Jetzt hab ich dir meinen Kantana abgeschmissen. Den Augen, du Wichser. Du fängst dir gleich eine. Das hat gekratzt dazwischen meine Arschbacken. Sehr ruhig, Digga. Du Pisser, du gibst uns was dafür. Ja, weißt was du, wird ihm eine Kopflampe. Ja, keine Ahnung. Kopflampe versprochen. Der Shorty hat erzählt, dass du ein absoluter Messi bist, dass du die ganze Bude von ihm vollsippst. Mit deinem Scheiß, den du plündern gehst. Wir brauchen ein Nähset für Milas Hose. Brauchst du ein Nähset? Normales Nähset. Der Hunter stand da vorne, gehört mir. Brauch da gar nicht draufklettern. Ich hab zuerst gesehen. Auf der linken Seite davon ist noch einer. Bin schneller. Nähset kann ich nicht hin. Wenn da Herzklamotten drin liegen, würde ich die nehmen. Bei Gott, ich lüge nicht, ne? Der Carlos ist seit heute Morgen in DayZ online, Alter. Ich würde noch einen Revolver und der nehmen. Geht nur looten und müllt die ganze Base vom Shorty voll. Alle Zelte, alles vollgeklatscht mit irgendeinem Scheiß. Der Typ ist so irre, Alter. Hallo Da Vinci. Das ist ein Messi. Und dann sortiert der Shorty zum Beispiel Zelte, wo nur Munition reinkommen und dann haut da Wasserflaschen und so rein. Ui! Braucht einer einen braunen Rucksack? Schmeiß mal runter das Zeug. Hier schau, die fangen. Ja, ich hab runtergeschmissen, den Rucksack und die Jacke. Und eine Feldflasche war da. Auf geht's. Willst du die haben? Wo ist der Typ mit müssen dem... Müssen wir hier Navi? Schießen? Das Navi ist das getarnte Ding. Keine Ahnung. Es sind halt sehr viele. Zombies? Ja. Aber wir sind ja mit 20 Mann hier. Kann ja gar nichts schief gehen. Ich bleib hinten stehen. Die Mutigen nach vorne. Schießt euch nicht ins Kreuz. Pass auf. Ja, das ging schnell. Ich sehe schon, ich bin hier mit absoluten Killern unterwegs. Boah, ich kann nicht schießen. Boah! Was war das denn? Ach du Scheiße! Was lasst du denn hier rum? Junge, was war das denn? Du hast deine ganze Mutter gefickt, Alter. Nicht nur die halbe, die ganze. Oh, da trau ich. Ui. Kein Platz. Hallo Schoko, zockst du nicht? Weshalb sind wir jetzt nochmal hier hingegangen?
Weil es auf dem Weg liegt zu meinem Camp. Ja, weil es auf dem Weg liegt, dachte ich auch. Sind wir auf den Turm hoch? Ich glaub nicht, oder? Oha, ist ja ganz schön hoch, ne? An dem Rucksack passt keine Waffe drauf, Johnny. Glaube ich. Ne, ne, an der nicht. Da geht nur Baseballschläger und so. Ne, ne. Okay, wohin? Habt ihr die Ficker durchsucht? Ja. Jetzt nach Kozlovka, da durchrennen. Da ist ein Brunnen, wenn jemand Lust hat. Alle da? Wo ist der Typ mit der Armbrust? Ach, da. Okay. Ich bin da. Hier ist 45er ACP. Alles mitnehmen. Einfach wie Navy Seals auf das Gelände gestürmt mit 20 Mann. Da ist kein Schulrucksack, ja. Doch, das ist ein Eastpack. Maisel, ich bin gestern Mittag durch den Bug gestorben und deshalb musste ich mir einen neuen Charakter machen. So auf Dingsbasis. Hab ich aber gestern schon erklärt. Du kleiner süßi Boy. Jonny, ich komm bald und knall dich ab. Nicht mehr lange. Ich muss nur ein bisschen Munition noch suchen. Eason, danke für den Prime im dritten. Dann kriegst du eine Kugel zwischen Augen. Nix machst du, wirst du sag, wie sie. Dich braucht man gar nicht abknallen. Du stirbst schon wegen der Umgebung, Alter. Du weißt doch nicht mal, wie du isst. Blackberry, du Süßi, mir geht's gut. Slavik, danke schon für den Prime 5. Bei mir ist alles tip. Muss mich auch Bochum rächen? Wie, was willst du denn mit Bochum? Ich warte auf euch alle. Willkommen, warte ab. Ach so. Wer hat denn dich überfallen, Schoko? Die UN? Beim Shorty haben sie Hausdurchsuchung gemacht, haben sie mit Tränengas und alles gedroht, die Dreckschweine. Ja, Tante, davor haben richtig viele Angst. Ihr saß vorhin schon im Kreis. Alle haben Angst vor den Minen, die ihr da platziert habt. Weil man andauernd hört, wie ihr Zombies und so da reinrennen. Hau ab, bitte. Mr. Showtime, danke schön für den Wizard, mein Sansen. Doch, nochmal. Wie weit ist denn der Scheiß? Das ist jetzt hier den Feldweg entlang und dann noch durch eine kleine Stadt. Klar können die einfach nur durchsuchen. Oh, das ist ein Heli-Crash. Ich hab ihn zuerst gesehen. Ach, das ist ja einer. Keine Zombies. Bitte SVD, bitte. Ich brauche ein Scharfschützengewehr. Sogar ein russischer. Bitte, Mama. Zelt. Komm schon. Oh, hier ist ein Smurf-West, wenn das wer haben will. Meine! Kann man eine Tasche unten dran machen. Ich hab zuerst gesehen. Oh, ich versteck mal kurz, Alter, das Zelt, ne? Fuck. Ui. Das auf dem Rückweg mitnehmen, oder was? Jo. Alles klar, das Large-Tent, ne? Ein Autozelt müsste es sein. Nee, hier ist noch ein Lars, Diggi. Hat schon wieder weggesnackt. Mila, fall nicht da runter. Scheiß, kein Scharfschützengewehr, Mann. Ich hab ne Satchel gefunden. Was hast du gefunden? Eine Rucksackladung. Meine. Was willst du dafür? Nix, ich brauch die nicht. Ich brauch die. Einstecken oder kannst du?
Hast du die Satchel gesehen, Brad? Damit werde ich deine Base aufsprengen. Goofy, guck mal. Die ist die coole Weste. Wer sagt, dass das verboten ist? Eine Tasche dazu. Können wir die auch noch. Auf dem Server bin ich Gott. Hier bin ich Alpha und Omega. Ich mache hier Admin Abuse. Für Content. Nein, mach ich nicht. Sind alle da? Kann ich ja bald mein Hostel aufmachen. Du meinst deine Zwergenstadt? Ja, richtig. Ja, meine Brüder. Wir müssen reden. Ich weiß nicht, wo die ganzen Dreckigen Pisser hier sind. Aber wenn ich die finden werde, mein Freund, dann werde ich die verklubbeln. Hallo Sergeant Obi. Ich bin kein Ärgerer. Ich bin lieb. Immer lieb. Immer. Das ist der erste Heli-Crash, den ich heute, den ich sehe, seitdem wir spielen. Ich habe davor auch keinen gesehen. Ich brauche eine SVD, damit ich den Juni abknallen kann. Bitte, lieber Gott. Oh, und dann muss ich noch ein dreckigen Teasy-Gebiet mit Munition suchen. Magazine. Okay, Oma, Deal. Warte mal, wir haben doch irgendeinen verloren. Oder? Glaub nicht. Nö. Okay. Nö. Haki, das kann ich dir nicht sagen, weil das ist Meta und alles. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Magazine sind halt extrem selten, ne? Aber ich werde eine finden. T-Frosch, danke für den Prime im 14. Mein Tinkepäckchen ist meins. SVD-Max kommt da rein. Ich glaube, 10 Schuss haben die. Nein, ich kann den Brad seine Base nicht aufsprengen. Vor allem nicht ohne RP-Hintergrund. Vanilla. Wenn das ein Rebell ist und so wieder draus kriegen im RP, dann ja. Dann gehe ich den Bergbahn. Ist das noch weit? Nee. Nur noch durch die Stadt hier durch und dann ein kleines Stückchen laufen. Das hast du schon vor der letzten Stadt gesagt. Naja, hat einer 9mm Munition? Nein. Ja, aber wo ich selber. Scheiße. 9mm. Alles gut, Papiermacher. Und bei dir? Brady, du kannst Holz, also jetzt auf Metabasis, das kannst du ja selbst herausfinden, auch bei Dings, wenn du dich ein bisschen informieren würdest. Du kannst Holzkisten bauen und du kannst die mit einer Schaufel vergraben, ne? Du kannst dir quasi so eine geheime Base bauen. Wo? Oh! Ein Schweinchen! Nein, nicht töten! Schneid dir den Kopf ab! Ich schlag's tot! Haus weg! Wir brauchen die Schweinchen! Los, Giffy! Oh mein Gott! Schindelio! Ins Ohrschloch! Giffy, du hast geschossen! Wer hat geschossen? Du hast den getötet! Das war nicht Halal, Junge! Aua! Oh. Okay.
Er ja, seine Waffe. Du bist eine kleine Petze oder was? Ja, wenn ihr nicht wollt, dann nehme ich den mit. Ey! Irgendeiner hat nicht gemerkt, dass er seine Waffe fallen gelassen hat. Das ist jetzt meine. Mila, ich hab eine Reise. Möchte jemand was vom Fleisch? Naja, wir können gleich braten. Hat hier wer eine Waffe gefunden, hat er, als ich die Hand gehoben habe, ist hier irgendwie vom Boden gefallen. Was für eine Waffe? Hier lag eine AK. Ja, das meine ich. Ja, die ist nicht mehr da. Die war noch da gelegen, bevor ich das Schwein zerschnitten habe. Ei, hol die mal raus. War das verschwunden? Eine AK, Mann. Du kannst meine haben, was gibst du mir dafür? Gelassen. Was gibst du mir dafür? Nee, eine AKU. Wir haben die Munition dafür bei, für die AKU. Ja, ich habe auch eine, was gibst du mir dafür? Da hier lag meine. Gib mir doch einfach meine wieder. Ja, Mann, keiner hat deine Waffe. Ja, genau die. Das Glück habt, dass ich so ein ehrlicher Mensch bin. Pass nächstes Mal auf deine Waffe auf, du alter Wichser, du. Ey, ich hab meine Hand gehoben, das ist dir aus der Hand gefallen. Ja, dann hör auf Butterpopcorn zu fressen. Dann heb deine Hand nicht. Warum bist du immer so? Wollt ihr einen Stopp beim Brunnen machen? Nein. Ja, hier ist ein Zelt. Ja, genau, bei dem Zelt ist der Brunnen. Hallo? Timmy? Ich bin 2 Minuten da, ich muss mal kurz aufs Töpfchen. Dringend. Wie, der geht jetzt hier in der Scheune, da setzt er sich hin und scheißt in der Scheune. Braucht wer einen Kompass? Ne. Ich glaube, ich habe sogar einen in der Tasche. Okay. In was für Farben kann man seine Waffen färben und wie? Ahnung. Du musst dafür eine Sprühdose finden. Schwarz und grün, glaube ich. Der ist die Beste. Nein, ich kann den Schotty nicht töten, Mann. Ui. Welche Bindung hat der Server? Was? Was? Also ich bin mit dem Server fest zusammen. Wenn das deine Frage war.
Bedingungen, Teil der Community zu sein. Je länger, desto besser. Was ist denn hier gerade explodiert, Alter? Mila. Keine Ahnung. Oh, ja? Das war eine Shotgun, die geschossen hat. Oha, Alter, die hört sich schlimm an. Braucht er einen Helm? Boah, ein Ritterhelm. Giffy, du wolltest doch einen. Oh ja. Ich war das mit der Shotgun. Ernie, bist du bei der UN? Oh, hier war eine Spaltaxt. Was willst du dafür haben? Die würde ich mitnehmen. Ich brauche nur ein Funkgerät, falls irgendeiner einen findet. Da war ich im Dorf auch eine in irgendeine Kiste geschmissen. Hier, ich gebe dir mein Funkgerät. Nee. Doch, wir haben zu Hause noch welche. Nehmen, wir haben noch eins. Wir haben noch welche. Okay, danke. Ich hoffe, ihr habt Platz auch für Waffen. Hallo, Zwelny. Ja, ja, ja. So, sind wir vollzählig? Dann können wir weiter. Wo lang? Hier lang. Hallo, Zaro. Was läuft, was läuft, was läuft? Es geht aber saft. Was wollt ihr machen? Wir gehen jetzt zu einer alten Base von jemandem. Und da besorgen wir Stuff. Und sonst plündern wir alles. Wir bauen uns auf für den Krieg gegen die Soldaten. Ja, Ernie, dann mach mal die UN da frisch. Die Kacknoobs können nämlich gar nichts. Ich denke schon, dass ich morgen auch streamen werde. Ja, ja. Ja, ja. Ist mir eine Duftkerze. Ja, ja. Wenn man überlegt, dass ich online gekommen bin und gesagt habe, ja, komm, 2 Stunden streamen wir heute, Shortstream. Eigentlich ist halt Pause. Und 1 Stunde ist schon vorbei und mir kommt das vor wie 5 Minuten. Der sie ist schlimm, richtig schlimm. Wir haben auch gestern die Slots vom Server erhöht, glaube ich um 10 oder 15. Müssten wir eigentlich bald wieder die Whitelist aufmachen. Ja, ich muss auf Pause achten. Ich glaube jetzt sind es 70 Slots. Wir gehen halt dran, wir testen halt, wie viel der Server aushält mit den Mods, die wir benutzen. Machen einfach immer wieder 10, wenn wir merken, dass es passt. Oder 80 können insgesamt drauf. Ja, darf halt nicht lecken. Aber man sieht da jetzt schon, ist ein bisschen Rubberbanding so. Kann aber auch daran liegen, weil wir hier einfach mit 25 Personen unterwegs sind. Ich weiß, dass Pausen wichtig sind. Wenn nicht ich das weiß, wer sonst? Sonst wäre ich ein Jahr nicht weg gewesen. Hallo Reweed, guten Abend. Die streuen dann Beißer. Die sind tot. Irgendwas stimmt doch mit den Zombies nicht. Obwohl wir eigentlich den Spawn noch erhöht haben. Da muss Nick nochmal drüber gucken. Aber in Städten sind extrem viele. Warum ich weg war? Weil ich eine Pause gebraucht habe. Real-Life-Stuff viel zu tun.
viel Stress gehabt. RP-Szene hat meinen Kopf gefickt ein bisschen. Ja, Tagger, der Nick muss da mal drüber gucken. Wenn die wieder festgefroren sind. Da. Memo, was geht? Tierforsch, heute ist immer Tinkepäckchenzeit. Nimmt euch. Scheiße. Wenn wir jetzt alles mit runtertragen? Ich hab keine Ahnung, was der mitnehmen will. Ihr könnt alles mitnehmen, was ihr wollt. Was ist das denn für ein Pelz? Von einem Hasen. Ach ja, ich kann auch euch den Self auf. Kann ich mal durchsüchtigen? Mila, ich habe eine neue Hose. Aber in Weiß. In dem Safe sind zwei Zelte. Oh, ich glaube, mein Arm ist gebrochen. Gib High Five. Gib High Five. Kann ich da was reinpacken, was ich nicht brauche? Schmeiß doch weg, wenn du nicht brauchst. Schmeiß auf den Boden. Oh, eine Blaze? Vielleicht kann irgendwer was brauchen. Geh weg! Ui. Verschießt Winchester-Munition, ne? Hast du hier immer die Dings mit, die AK?
das deine? Ja, die habe ich gefunden vorhin. Also packe ich die bei uns in den Weapon Rack rein. Ja. Was ist jetzt von dem der Plan? Sollen wir dem das Zeug jetzt mit runternehmen oder was? Ich habe keine. Ich glaube, wir durften uns rausnehmen, was wir wollten. Warum? Ja, dürft ihr. Du schreist so laut, ne? Ja. Wir haben dann nur gedacht, das ist das alte Lager von ihm. So, jetzt hat er ein neues, oder was? Was für ein Scope passt denn da drauf auf die Blaze? Und die ist gefroren. Ah, Jutebeutel kann wer brauchen. Ui. Ich hier, hi. Mila, warum wälzt du dich im Dreck? Bist du ein Schweinchen? Ja, brauchst du die oder wer braucht die? Ich brauch die Jutebeutel. Und ich weiß, dass du die brauchst, aber ich würde auch. Ja, ich hab drei am Boden geleckt. Ja, der hat den Messi sich schon wieder eingesteckt. Schaut aus. Bein ab, altes Haus, Carla Fegger. Oh, die Blaze ist sexy, Mann. Ich glaube, der passt sogar in Long Range. Hat einer Long Range Scope bei? Zum Testen was? Was für eins genau? Ja, für eine Blaze? Was für eins? Ich will mal nur testen was. Ich habe einmal das hier. Ne, das passt nicht. Okay, dann gib mir mal. Ich hab noch ein anderes. Das hier. Boah, das. Oh mein Gott. Alter. Ich brauch eins. Wie, was ist das? Mal 25? Naja, das ist das. Ist das ein Jagd? Das Jagdteam. So, eins habt ihr bei euch aber, glaube ich, in der, ja, in so der eins haben wir noch Kiste. Ich hab drinnen so eins hingelegt. Wo? Im Zelt. Du hast einen starken Puls, mein Freund. Wenn nicht, dann habe ich doch Klebeband bei, dann mache ich mir. Ach, einen Schalldämpfer. Ich brauche einen Scope, aber bin ich dumm. Wo ist denn das? Hat das noch einer? Ui. Warte, ich gebe dir eins, ich hab noch eins. Hast du nur eins? Ach, da geht gar kein Schalldämpfer drauf, okay. Boah. Ist die kleine Version von der Tundra, ne? Ui. Nicht abdrücken. Küss es. Küsst du das doch. Wo sind wir denn jetzt hier in der Nähe? Können wir irgendwo was plündern gehen? Ist hier irgendwo Militär in der Nähe? Bei Lothar Airfield ist... Von hier aus gesehen. Ist aber ein gutes Stück noch. Ich würde nach Hause wieder ins Lager. Naja, ich würde auch wieder nach oben, dann wenn das zu weit ist. Ist halt quer durch den Wald, bis du da bist. Da kannst du dich halt schnell verlaufen auch dabei. Ah, du kannst sogar zweimal schießen. Bam, einer auf den Hinterkopf. Bam, wieder einer auf den Hinterkopf. Oh, warum haust du mich? Ich kann es gerade zwischenlagern. Ah, Alter.
Willst du das nach Hause schleppen? Warte mal, ihr wollt jetzt die Zelte mitschleppen? Aber die denkt dran, du hast noch die anderen da liegen, ne? Boing. Dingens, ja, nicht hauen. Das Zelt macht sich in meiner Scheune bestimmt gut und die anderen sind halt keine Autozelte. Du willst das Zelt jetzt nach Hause schleppen? Ja, ich mach das auch alleine, ist kein Problem. Das ist ein Autozelt. Okay, viel Spaß, hatte zu. Oder passt das Zelt in deinen Tresor rein? Ja. Ich hab einen riesen Rucksack. Wenn ihr ein bisschen das Platz macht, könnt ihr das anderen Zelt drei bekommen. Zelten. Meinst du kriegst den da noch rein? Bestimmt. Ihr müsst ein bisschen Platz machen. Hat er nicht eingepackt, Alter. Okay. Gehen wir weiter? Ich hab 5 Zelte dabei. Güffi. Ja. Nicht die Mama. Ey, hättest du getroffen, ne? Ich hätte zurückgehauen, aber sowas von. Und jetzt wieder nach Hause laufen, Mann. Willst du ein bisschen Erdbeermarmelade? Nee. Wir plündern gehen. Ich hab einen Ritterhelm. Ritterhelm. Kannst du ja jetzt die Mila beschützen mit dem Ritterhelm? Na, fehlt noch die weiße Rüstung. Ja doch, klar, mit Autoburg hab ich ja mal an. Du bist ja wahnsinnig hier. Guck mal, ich hab eine Mose mit. Ja, die haben das Zelt in den Tresor getan, damit man schneller laufen kann. Ich hab ganz viel Munition. Wo hast denn du den Tresor gefunden? In Balota, am Brunnen. Am Brunnen? Hallo Rico. Ja, ich denke mal, der hat den jemand hingestellt. Okay. So wie die Zelte, die habe ich auch alle. Doppel-SRG musst du dafür drücken. Headbanger. Ich hab auch keine Ahnung, wo man die Tresore findet. Hab noch keinen gefunden. Ich kenne die nur aus Airdrops. Und das, was Oma sagt. The fuck? Brady bekommt heute aber nur ab. Der ist so ein Ärgerer und der macht andauernd Backseat Gaming im Chat. Eigentlich Schande. Genau, Oma. Ich und Oma sind so. Das war der erste Tag, ja, ja. Und du bist Supporter bei Unity, Junge. Ist schon zu schwer. Uptime.
Carlos, wir haben noch in der anderen Hütte dieses kleine Zelt, ne? War schön, seine Tomaten versucht mit Benzin zu gießen. Ja, das ist cool. Das ist noch genug Platz. Eine Wand müssen wir da noch machen. Jo, ich hab's gesehen. Amadini, kümmere dich drum. Hier fehlt doch wer. Wer? Nee, oder? Nee, doch nicht. Sollen wir nochmal Green Mountain vorbei? Da waren wir doch erst. Müssen wir so oder so. Wegen vielleicht dem anderen Zelt, was da liegt. Ja, genau. Wer soll sich hinmuten? Ich? Hab ich, hallo? Hühnchen. Hallo? Das Ding ist geplatzt. Kann das sein, dass das immer zwei schießt? Ah ne, ich habe auf doppelt gestellt. Kann man das überhaupt noch essen? Nö, aber ich werf die anderen damit ab. Komm. Spricht dir ein. Legen Sie die Waffen auf den Boden und ergeben Sie sich. Willst du auch eins haben zum Werfen? Nee. Kommt mir hinten sein Hühnersteak gegen den Kopf geflogen. Oh, ich hab ihn getroffen. Der Güffi hat gerade ein Hühnchen getötet. Auf grausame Art und Weise. Jetzt schmeißt er mir den Teil davon. Curtis, das ist nicht schön, Buffy. Das war der Curtis, war das. Das ist eine Lüge. Du bist eine Lüge. Boah, was der sagt. Sei froh, dass wir dich hier durch die Zombie-Apokalypse schleppen, sonst ist der schon lange tot. Ah, soll ich euch mal eine kleine Geschichte über den Güffi erzählen? Vor nicht allzu langer Zeit waren Mila, Güffi, Lucky und ich unterwegs in den Süden. Und wir waren an so einem Militärkomplex. Da haben wir ein paar Bomben gezündet an einem Krankenhaus, weil da keine Medizin drin war. Einfach so, weil wir sauer waren. Dann wurde der Lucky von zwei Zombies attackiert. Und der Güffi, der Held, ist hingerannt mit einer Schaufel und wollte angeblich dem Lucky helfen. Hat aber den Lucky dann ausgenockt, sodass er 20 Minuten bewusstlos war und kurz vorm Sterben. Das hat alles eine 30 und geplündert Lüge. Hat er ihn. Geplündert. Ja. Dreiste Lüge, Schatz. Schwein. Das ist keine dreiste Lüge. Mila und Gott ist mein Zeuge. Mhm. Und der Güffi. Und der Güffi hatte ein Elektro, eine Leggings angehabt. Ja, und dann ist sie mir gerissen, okay? Und sie kaputt gemacht. Wegen seinem Arsch. Curtis hat trotzdem draufgehauen, okay? Hab ich nicht. Doch, außerdem war es dunkel und ich dachte, du wärst Mila. Hey! Wenn ich so aussehe, dann gib mir eine Kugel. Okay. Ganz verdammten Tag bin ich hier am Rumrennen, ich Idiot. Ich müsste im Zelt chillen und mein Netflix-Heft angucken. Ein Netflix-Heft? Ja. Ich habe so ein Heft gefunden. Das Netflix-Heft. Nein, seid ihr nicht, Hamadini, weil das wäre Blasphemie. Wenn Gotteslästerung. Gute Beute hingelegt, haben wir erstmal Carlos, der alte Messi, wie ein Staubsauger hat. Alles ich hab viermal versucht, aber kein Wasser wollte rein. Immer auf drei Versuche. Und ich kürze. Ruhe.
Ja, du da hinten. Tänkepäckchenzeit. Nicht im Blick. Und Duftkerzezeit. Was willst du? Giffy, hast du noch Winchester-Munition? Im Lager müsste ich vielleicht mal gucken. Man lauf mir doch nicht immer vor die Füße, du kleiner Pisser. Was guckst du denn so in dein Heft? Momentan The Walking Dead. Schon Staffel 4, Folge 6 oder so. Wie einer spoilert, ich hab das nie Ende geguckt. Aber momentan bin ich voll auf diesem Zombie-Trip wegen Daisy. Aus dem Grund hatte ich auch die Idee mit der Zuflucht, dass da Leute hinkommen können und so. Wie wegen dem Gefängnis da in der Serie. Hab ich richtig Bock drauf. Guck mal, wie weit noch. Halt die Klappe, Da Vinci. Ist da nicht mehr so weit. Und Carlos, was hast du vor der Zombie-Apokalypse gemacht? Ja, hier ist es doch. Ich glaube, du warst ein Handwerker, ne? Du hast viel an Küchen und so rumgeschraubt. Ich habe Schränke und so und Küchen aufgebaut, ja klar. Hä, wo ist denn der Helikopter hin? Ich glaube, die UN war hier, die haben den abgeschleppt. Teddy, soll ich dich bannen? Fragezeichen. Ich hasse den Giffy. Ja, ja. Au, diese dumme Penner. Ja. Lass ihn loswerden. Und ich hab noch Platz. Giffy ist mein bestester Freund. Meiner ja. Auch. Dann hör auf zu drohen mit Spoiler. Wenn es eine Sache gibt, die schlimm ist im Internet, dann ist das Spoilern. Ich hasse die Bäume in Daisy. Nur will. Ach, wir könnten seinen Whitelist wegnehmen, genau. Hallo Shobbe Wuklu. Ja, nimm, ich will nichts dafür nehmen. Also ist ja quasi nicht meins. Ich vertraue dem Gefühl nicht mehr so sehr im RP wegen der Lucky-Sache. Deshalb hat der Lucky ja vorhin gesagt, meinetwegen kann er sterben. Ich hab jetzt so ein mittelgroße Zelte, drei Stück. Mila, ich finde das nicht schlimm, dass deine Leggings kaputt ist. Und ich wollte da so Boxen bauen und die dann verlieren. Hör auf! Womit? Ja, lauf nur! Mach die Sache trotzdem nicht besser, dass deine Leggings geplatzt ist. Du Leberwurst! Bau dann, wenn wir im Lager sind, ne? Was baust du? Für die Mila das zu Ende. Und dann baue ich schon das nächste für Lucky. Okay. Und dann reicht das ja, wenn wir vier haben, ne? Ja. Oma ist müde. Alle sind müde. Wir haben auch schon wieder 11 Uhr. Verdammte Scheiße. The Walking Dead ist, wenn Oma morgens aufsteht und zur Kaffeemaschine läuft. Ja, dann müssen die halt sich nicht im eigenen Codelock. Ich könnte dir welche sponsern. Ich habe 6 oder 7. Okay, ich habe glaube ich 2 oder 3 Stück noch. Einen brauche ich. Okay.
Los, Mila-chan, zeig, was ich dir beigebracht habe. Mit deinem Ninja-Schwert. Soll ich Giffy anschießen? Ja. Tu es. Ich habe gerade einen Zombie in den Nacken geschossen. Alter, ich habe gerade irgendwie mega knapp über die Schulter geschossen. Boah, ich muss mir das mal kurz angucken gehen. Oh, die UN war schon hier, die hat sauber gemacht. Ja, ich bin Sniper. Was geht, Schotti? Hat einer Winchester-Munition übrig? Geh nix. Nope. Vielleicht ein paar Schuss in meinem neuen Camp. Ein paar Schuss kann ich da geben. Das wäre cool. Was kriegt die Winchester? 308. Boah, danke. Nee. Ja, ich habe 20 Schuss bekommen. Dankeschön. Bitte. Ja, auf weiter. Lutscher. Ist einer fehlt, oder? Von hier oben seht ihr aus wie Ameisen. Oha. Warte mal, da kann man komplett hochklettern? Ja, alter Mann. Na, komplett glaube ich nicht. Ich will gucken. Hoffentlich fällt er nicht runter. Hey! Mila, kletter hoch! Hey, hoch? Aber ich wollte runter. Aber ich wollte hoch. Mann, hab so, ich einen Ausblick. Was? Deine Hose ist kaputt. Hör auf! Die muss genäht werden. Mila, willst du dich auf meinen Stuhl setzen? Auf deinen Stuhl? Ja, ich hab zu Hause einen Stuhl. Da darf aber nur ich sitzen. Oh, okay. Boah, hier kann man doch bestimmt weiter hochklettern. Ui. Guck mal, hier liegt Munition. Ui. Oh. Das ist eine Spitzhacke. Unsere Freunde unten brauchen die bestimmt. Warte. Oh. Hier liegt eine Pistole. Wow. Brauch einer. Egal. Spitzhacke, aufpassen. Achtung, Spitzhacke. Ah, du hast mein Ohr gefickt. Okay, wir gehen wieder runter. Entschuldigung! Lass es sein! Komm! Wie kommt man hier wieder runter? Hier an der Leiter. Wo? Ah, hier. Okay, du gehst zuerst. Damit sich das Gewicht verlagert. Nicht schubsen. Ich hasse dich! Warum? Ui, 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 ui! Nein! Hilfe! Nick, du bist süchtig. Ja? Hallo, alles gut? Ja, ja. Ah, ja. Oh, hat Mila, deine Hose ist kaputt. Das ist Belästigung. Genau. Ich war quasi gezwungen, da hoch zu gucken. Oh, oh. Oh, oh. Du hättest halt Hilfe geschrieben. Arschloch! Lauf! Du Schwanznase. Mila, beruhig dich. Ja. Ich bin trotzdem Arschloch. Die fletscht schon die Zähne, wie ein Pitbull. Auf geht's. Ah.
Nick, mein Schatzi Baby Bubi. Mit den Zombies stimmt immer was noch nicht, Nick. Wir haben zu wenig Zombies, Nick. Wir brauchen mehr Zombies, Nick. Und die müssen stärker sein. Wir brauchen Fitness-Zombies. Aus der WhatsApp-Gruppe. Mhm. Wir brauchen starke Zombies. Ich weiß so wenig und die stehen anscheinend auch wieder rum. Ja, I don't know why. So, nein, weniger. Geh nix, Junge. Am besten die ganze Map vollklatschen, damit wenn das Spiel das hergeben würde. Tut es aber nicht. Ist auch nicht erst seit 13 Jahren in der Entwicklung. Ja, Zombie, ab alles reinklatschen. Am besten so, dass die 5 Kopfschüsse brauchen, damit die sterben. Nee. Mila, spring mal. Why, Nick? Why, Kiki? Ich bin Solo soll auch schwer sein. Ist ja ein PvE-Survival-RP-Server, mein Freund. Beim Springen. Gar nicht wahr. Genau, kann man den Zombies nicht einfach ein bisschen Koks geben? Warum macht jeder Uptime? Der Short jetzt leise. Ja! Jetzt hast du Läuse. Auf deiner Brustbehaarung. Ja, Brady, du hast immer noch 2 gesunde Beine, mit denen du weghalten kannst, ne? Nee. Lass die jetzt in Ruhe. Sonst stelle ich dich in meinem Garten auf, du Gartenzwerg. Du Frägel. So ein kleiner Trottel. Ich hab Hunger. Was isst ihr abends immer so, wenn ihr abends noch Hunger habt? Ich hab Hunger. Kann ich mir denn gleich noch machen? Machen lassen, by the way. Waffeln? Ne, Waffeln nicht. Döner, Junge. Wie kannst du denn dann schlafen, wenn du abends einen Döner isst? Das, was der Kühlschrank hergibt. Ich hab Karatza. Ich hab auch Käsekuchen. Ich glaube, ich hol mir gleich so einen Käsekuchen. Das ist immer so ein Streifen in der Verpackung. Ja, und ein Kakao. Der beste Kakao, den gibt's bei Aldi. Von Milfina oder so heißt der. I don't know why, aber der ist der beste. Oh, Cornflakes, auch gute Idee. Ja, man, den in den Tüten. In diesem Tetrapack. Bärenmarke Kakao, nein, Mann. Der von Aldi ist besser als Bärenmarke, Trust. Was mit ohne Kohlenhydrate zurzeit? Ah, machst du Low Carb Diät? Obelix? Aldi Kakao ist der beste, Mann. Boah, Salat ist auch geil. Mit Krabben. Boah, ich hab Hunger. Schon vor Weihnachten angefangen. Aber Bruder, ich bin zwar kein Experte und so, ne? Also ich bin kein Ernährungsexperte und kann auch sein, dass ich mich nicht so gut auskenne, aber ich sag dir eine Sache. Falls du abnehmen willst, was ich jetzt denke, weil wegen Low Carb und so. Stell dir vor, der Körper ist ein Feuer, ja? Oder der Körper ist eine Maschine. Und jeden Tag verbraucht die Maschine, sagen wir mal einfach, 200 Liter Benzin, damit die Maschine überhaupt funktioniert. Wenn du der Maschine jeden Tag 200 Liter Benzin gibst, hat dir so ihren Zoll für den Tag erfüllt. Verstehst du? Und dick wird man, wenn man der Maschine aber 300 Liter am Tag gibt, weil dann bleibt der Überschuss und der bleibt am Körper hängen. Was lernen wir dann daraus? Du kannst im Prinzip alles essen, was du willst. Auch Süßigkeiten und so, solange du nicht über diese 200 Liter gehst. Weil dann ist Plus Minus. Wenn du unter diese 200 Liter gehst, hast du ein Defizit und nimmst ab. Im Prinzip ist scheißegal, was du isst. Aber natürlich ist gesünder Essen besser, weil Vitamine und alles. Und du musst bei den Sachen, die du isst, auch aufpassen. Als Vergleich sagen wir jetzt einfach mal,
Und deshalb sage ich euch, ich bin kein Experte. Sagen wir mal einfach, 1000 Kilokalorien haben 1 Kilo Karotten. Aber ess erstmal diese 1 Kilo Karotten. Die kannst du den ganzen Tag verteilt essen und du bist satt und du hast keinen Hunger mehr. Und dann nimmst du mal so einen Aldi-Kakao. Der halben Liter hat 500 Kalorien. Du könntest quasi entweder 1 Kilo Karotten essen, womit du den ganzen Tag auskommst und keinen Hunger leiden musst. Oder du könntest 2 von den Kakao-Dingern trinken. Hast aber die ganze Zeit dann wieder Hunger. Verstehst du? Okay, also 200 Liter Cola ist gesund. Nein, du musst einfach nur ein Kaloriendefizit aufbauen. Mit Lebensmitteln, dass du satt bist. Das ist Daisy Pommes. Hab nie beim Sport einen gewissen Ernährungsplan gehabt. Ja, da kommt, wenn du Sport machst, natürlich in der Muskelaufbau und so, da achten viele auf Aminosäuren und Eiweiß und was weiß ich. Aber es geht dir rein um das Abnehmen. Und wenn du das dann noch machst, wenn du ein Kaloriendefizit aufbaust, du kannst jetzt übrigens im Internet ausrechnen, wie viel du auf deiner Größe mit deinem Gewicht pro Tag verbrauchst, nur weil du existierst, ne? Nur wenn du irgendwo sitzt, ohne dich zu bewegen und so. Damit dein Körper überhaupt funktioniert, dein Gehirn und alles. Wenn du dann einfach ein Kaloriendefizit aufbaust und, weiß ich nicht, vielleicht brauchst du 3000 Kalorien am Tag, wenn du was breiter bist. Und dann einfach nur auf 2000 runtergehst und dir guckst, was du isst. Wir kurz die Zelte abladen, und gute Sachen isst, die satt machen auch. Bruder, dann schmilzt das einfach nur von deinem Körper runter, ehrlich. Oder Intermittent Fasting heißt das Zeug. Dieses Programm. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch so Psychologie. Welches Gehirn muss beim Ohrenarzt mein Ohr zuhalten, damit die Sonne nicht blendet? Ja, bei dir ist Hoffnung jetzt eh verloren, Bruder. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte, ich kenne das nur so. Und ich habe sehr viele Leute gesehen und ich bin ganz oft auf Reddit unterwegs. Da gibt es ganz viele so, ich gucke immer die Sachen, die so am meisten Daumen hoch haben und so. Da sind ganz viele Leute, die so Vorher-Nachher-Bilder gezeigt haben und so. Und meistens haben die einfach so abgenommen. Weil eine Diät auf Dauer ist sowieso schwachsinnig, weil du musst dein Leben umkrempeln, deine Essgewohnheiten und so. Aber ich vermute, ich bin trotzdem der, den du denkst, wer ich bin. Problem ist aber auch, wenn man auf was verzichtet, hat man immer mehr Bock darauf. Nee, du hast Bock auf solche Sachen und auf alte Sachen, wenn du Heißhunger bekommst. Und Heißhunger bekommst du einfach, wenn du nicht satt bist. Dann liegst du abends im Bett, Junge, dann kriegst du übelst den ja, Flash, genau. Alter. Jetzt hättest du dir übel einen Dübel reingezogen. Ich bin der, der bei der Burg wohnt. Sisi, du kannst auf deinen Namen klicken, da steht dann, wie lange du schon folgst. Ja, genau. Brauchst du dir eigentlich wieder? Ich hab mittlerweile echt wieder. Ich brauche einen Lauch 1,98, 70 Kilo und jetzt 1,98, 102 Kilo. Ja, das ist wieder was anderes. Muskeln aufzubauen oder Gewicht aufzubauen ist schwieriger als abnehmen. Abnehmen ist einfach. Ist aber auch viel Kopfsache. Ne, Teddy hab ich nicht. Den weißen Teufel verfallen, mein Zuckerverbrauch pro Tag ist übel. Oh, übel. Eieieiei. Macht das nicht. Aber ich kenne das. Als ich angefangen habe zu streamen und so gar nichts mehr gemacht habe und nur noch bestellt habe und so auch jeden Tag Cola und so. Ich war irgendwann am Arsch, Alter. Ich konnte irgendwann nicht mehr. Jeden Tag Cola, Eistee und all die ganze Scheiße. Heute trinke ich vielleicht ein Glas Pepsi oder so zum Mittagessen, das war's. Sonst trinke ich nur Wasser. Genau, und was Peter Jin schreibt, über den Tag verteilt essen, ne? Nicht eine Portion reinstopfen so, sondern sich einfach... Das hat ein bisschen auch was mit Dings zu tun. Tragen? Es gibt ja so Meal Prep und so ein Scheiß, das kannst du alles machen, wenn du die wenn Zeit du dafür hast. Wenn du Munition hast... Aber einfach die aussuchen oder den Zettel machen, mit was esse ich, dann guckst du, holst du dir eine Küchenwaage, rechnest aus, Kalorien-Scheiß und bla bla bla. Und über den Tag verteilt dann einfach Essen. Oh, für die K98. Was ist dein Lieblingsessen und Getränke? 9x19 müsste ich, glaube ich... Das ist ein Privatserver. Mein Community-Server. Oder so müsste ich haben. Na, hier kannst du hier. Ja, Zucker ist echt Dinger. Absolute Droge. Und du wolltest auch eins haben, ne? Shorty, hast du noch Winchester-Munition? Ja, so, müsste ich haben, ja, ich guck gleich. Lass mich aber erstmal alles reinräumen und nein! Ich bin full. Die Winchester habe ich, glaube ich, in der anderen Hütte. Okay, ich warte hier. Nein. Drei gesunde Mahlzeiten. Das kann, Teddy, das kannst du so wahrscheinlich sagen, das kommt auf die Menschen, ne?
Kommt auf den Menschen an. Ich frühstücke zum Beispiel gar nicht. Weil ich immer bis 16 Uhr penne. Aber bei mir fällt das Frühstück komplett weg. So, du wolltest jetzt? Also dann esse ich abends irgendwas, so 17, 18 Uhr. Ja, Rest kannst du dir... Und dann nochmal abends, wie jetzt gleich irgendwann. Ich frühstück einfach nicht. Ich habe auch keinen Bock. Selbst wenn ich morgens aufstehe, habe ich keinen Bock, was zu essen. Einfach gucken, was man isst. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, und dafür gibt's Apps, alles, Alter. Als ich das letzte Mal gesehen habe, ich wusste auch nicht, dass dieser kleine Tetrapack Kakao von Aldi oder von Penny oder whatever, dass dieses kleine Scheißding 500 Kalorien hat, Alter. Und wenn du nur, wenn ein normaler Mann 2000 Kalorien am Tag braucht, also so, dass der Durchschnitt ist, ne, dann musst du dir mal reinziehen. 4 Kakao okay. Kannst du trinken, dann bist du am Arsch für den Tag. Sonst nimmst du zu. Was brauchst du, 9x19 oder 9x39? Bitte? 9x19. Was, Jammer? Hallo, Steffi. Ein Kakao hat 500 Kalorien. Dieser Aldi-Kakao, Jammer. Das ist. Dieser Tetrapack, 0,2. Ein halber Liter ist das. Mauser. Na, ich schwör bei Gott, ich hab den unten im Kühlschrank, ich hab das geguckt. Aber ich wusste das schon vorher. Das ist so zwischen 450. Und 500. Das ist kein Witz. Nie wieder Kakao, siehst du? Und das ist halt, wenn du dich nicht damit beschäftigst, wenn du das nicht anguckst, den Scheiß. Man, so ein verkackter Duplo oder Kinderriegel oder so, schon 30 oder so. Gehst du noch auf. Eine Tiefkühlpizza oder so, 700 oder 800. Gehst du noch aufs Lager? Aber das ist noch okay, das ist ja Mittagessen. Ich wollte das eigentlich nicht okay. Das alles abhängen, weil Arm wird schwer. Man hat da dort echt schnell auf dem Dingsschirm, Obelix. Du musst dich halt damit beschäftigen, ne? Aber ich weiß, dass das auch schwer ist. Ach, du warst das, Steffi, vorhin? Eine Milchschnitte hat 100, Alter, überleg dir das mal. Dieses dreckige Zuckergedünn. Wo ist Shorty? Er geht gerade zu einer anderen Hütte. Der ist gerade losgeblieben. Zur anderen Hütte da. Dieser Oh. Was du denn? Oh, was ist das? Früher hat mich das nun interessiert. Klar, interessiert das einen nur für jemanden, der Normalgewicht hat und so, ist das normal. Es gibt auch einfach Menschen, die essen können, was sie wollen, und die nehmen nicht zu. Mein Bruder zum Beispiel. Eieiei. Ja, ich habe Cantana. Verkehr. Ui. Ja, Black System. Bei dem Ei ist das halt, aber auch hohe Cholesterinwerte, ne, bei dem Ei. Das ist eine Modjama, die haben wir reingebracht. Die Schwerter spawnen jetzt mein Zivilloot. Nee, wo wir nicht gucken, wie viel Eiweiß die haben im Vergleich zu Fett, sondern wir gucken, wie viel Eiweiß das hat im Vergleich zu Kohlenhydrate. Nicht Fett macht nicht Fett, Kohlenhydrate macht dick. Und auch nicht Zucker. Kohlenhydrate ist das Schlimmste. Das Cantana ist genauso gut wie das Schwert und wie eine Feuerwerks. Jo. Ja, Hauptsache ich hab das meiste Zeug von euch geschleppt. Ich hab für mich ein Zelt mitgenommen. Ja, Janik, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ich sag ja, ich bin auch kein Experte. Ich kenne auch nur die Hälfte davon, aber das, was ich gesehen habe und was ich gelernt habe, das weiß ich, dass das funktioniert. Tschö. Sorry, ich sag ja, ich bin kein Experte. Aber wir haben ja zum Glück den Chat. Ihr könnt mich verbessern, ich habe auch noch nicht ausgelernt. Der Körper setzt Zucker ab. Ich
ich mach mich da mal wieder los. Tschüss. Bye. Totti ist auch wieder so, da. Totti. Bis später. Und dankeschön. Winchester. Und danke dir. Wolltest du Winnie haben? Ui. Danke. Ich bin mal zurück. Ich hab auch ein Magazin für die AK. Welches? Brauchst du das nicht? Nee, ich hab die ja nicht. Bye, have a great time. Bis später. Bye. Ich hätte es allwissend. Nee, ich lerne ja auch nicht was. Ich hab ja, bevor ich damit angefangen habe mit dem Thema gesagt, ne? Dass ich kein Experte darin bin. Das ist nur so meine eigene Erfahrung. Was ich so mitbekommen habe. Und dass das funktioniert. Und auch an mir selbst gesehen habe. La Cruz, Dankeschön für den Host mit 7 Napas-Kinder und TimmerTV, Dankeschön für 11 Zuschauer-Hostings vor 21 Minuten. Sorry, nichts gesehen. Ihr wisst aber, was ich meine. Mein Höchstgewicht war 160 Kilo und seitdem ich drauf achte und Sport mache, wiege ich 90 Kilo. Ja, das ist, keine Ahnung, Gratulation, Bruder. Dann hast du richtig durchgezogen. Dann hast du einen eisernen Willen. Das freut mich für dich. Wie ist denn der Vergleich zu vorher und jetzt, Teddy? So 160 Kilo, fühlst du dich schon, Dings? Ich weiß das nicht. Also, du fühlst dich bestimmt 1000-mal besser, oder? Bleib, schlaf gut. Viel, viel besser. Ja, Ernährungsumstellung mit, in Kombination mit Sport und so. Sport ist am Anfang echt eklig, Alter. Und man ist echt faul, genau wie ich jetzt. Ich habe auch keinen Bock. Kein Bock. Außerdem ist Dings auch wegen dem Lockdown und so, ist klar. Noch schwieriger. Aber auch ohne Lockdown hätte ich keinen Bock. Aber ich wüsste, dass wenn ich wieder anfangen würde, Sport zu machen und so nach einem Monat. Ich würde rumheulen, aber nach einem Monat wäre ich wieder süchtig. Komplett. Tag, Sam. Tag, Sam. Ein wunderschön. Bis dahin. Was willst du an meinen... Junge. Ja, hau mich und guck denn rein, was ich reingepackt habe, du Affe. Ja. Guck rein in der Mitte, was ich reingepackt habe. Dann sage ja. Vorher. Also hör auf rumzuheulen sofort. Boah, jetzt macht der dazu, wenn ich da was reinlegen will, ne? Piss dich, Alter. Wo hast du das, was der Typ gebracht hat? Weiß ich nicht mehr, hab ich vergessen. Ja, dann ist das weg. Why? Ich glaube, in dem anderen Zelt habe ich das. Bei Mila oder was? Ne, draußen, wo wir die Dings drin haben. Die Äxte und so. Oh, ich hab ja selber nur Munition. Ne, das war die vom Shorty. Lass auf! Ui! Das ist hier die Zuflucht, das ist eine öffentliche Base, Sisi.
Nee, nicht drinne. Sieht doch nun besser aus. Und leckt nicht mehr so. Bei uns gibt's keine Räuberleitung. Hier wird sich nicht in Base reingeglitscht oder über einen Zaun gesprungen. Das ist ein RP-Server, Bruder. Hier geht's nicht darum, anderen Leuten ihr Zeug wegzunehmen. Hier geht's um Handeln und so. Ja, wobei, das ist aber bei allem so, ne? Die Menge macht das halt. Wasser kann auch schädlich sein, wenn du zu viel zu dir nimmst davon. Einfach genießen. Ein bisschen drauf achten, was man zu sich nimmt. Ne, Mr. Black System, du darfst hier nicht boosten. Selbst wenn du im RP einen Grund hättest, jemanden auszurauben oder so, oder die Base zu raiden, gibt kein Boosten. Dann spielt man das eher im RP aus, dass du da wartest, bis der rauskommt und überfällst den dann, bevor der abschließt oder so. Weil die meisten Leute haben hier gar keinen Codelock oder keine Base mit einem Codelock. Wollte ich denn jetzt nochmal machen? Ja, abnehmen ist nicht so schwer. Wenn du ganz breit bist und so, nimmst du eher am Anfang ganz viel Wasser ab. Ich rauche seit 5 Monaten nicht mehr. Das schafft man. Ist ja unterschiedlich. Aber ja, besser ist es. wir haben beide Systeme drauf. Mit dem Codelock und mit dem Dings. Mit dem Zahlenschloss. Die einen bauen so wie wir, mit dem Vanilla-Ding. Und Zahlenschloss. Die anderen haben Codelocks. Obwohl ich eher die Vanilla-Dinger sehe.
Ja, wir haben die Base verlegt, weil er da geleckt hat. An dem Teich. Sie mir rauchen so frei. Was machst du da? Ich schreibe. Tagebuch. Was schreibst du? Das geht dich gar nichts an. Kann ich lesen? Nein, du darfst nicht. Auch nicht, wenn ich das hier hinhänge. Das heißt, nicht jeder darf das lesen. Dann häng das nicht dahin, wenn das keiner lesen darf. Was meinst du? Aber wohin dann? Ja, hä? Ja, du bist echt ein Doofkopf. Du bist ein Doofkopf. Hast du noch ein bisschen 9mm Munition, Gefi? Warte. Die Flasche da oben, das ist ein improvisierter Schalldämpfer. Nee, nur die zwei Magazine, die ich hab. Okay. Sollen wir nochmal zum Triangel gleich gehen? Können wir machen, ja. Woher wohl die ganzen Waffen denn? Wir hatten ja noch eine Blaze. Wo ist die denn her? Ich dachte, das war deine. Nee, ich hatte keine. Ich habe eine CR, aber... Wir müssen noch mal kurz, ne, müssen wir nicht, aber wir können mal abchecken. In unserem Geheimversteck. Ja, wir müssen Milas Ding auch noch hinbringen, ne? Was für ein Ding? Milas, was hier im Fass drin ist. Ach, stimmt. Ja, machen wir jetzt gleich. Braucht ihr Batterien? Ich persönlich nicht. Die anderen, die hier sind, musst du mal fragen. Okay. Ja, ich hab zu viel. Komm, wir spielen Stein, Schere, Papier.
Eine Runde. Okay, eine Runde nur? Ja. Warte. Und runter. Was spielen wir? Weiß nicht. Sag du was? Weiß nicht. Eine Batterie? Okay, um eine Batterie. Auf drei. Okay, eins, runter. Zwei, drei. Ah, unentschieden. Nochmal. Okay. Eins, zwei, drei. Oh nein. Jawohl. Aber du musst mir die Batterie nicht geben. Warum? Na, du brauchst sie doch selber, oder nicht? Nö, ich habe eine übrig. Okay, dann gib. Ja. Okay. Pack ich in meinen Rangefinder rein. Ich kann nicht sagen, wie weit Mila weg ist. 3 Meter. Bah, Mila! Du Ekel! Ich war das nie. Ja, komm, wir gehen noch zum Triangel. Aber ich bin noch nicht fertig. Was machst du denn da? Okay. Ich schreibe später weiter. Kommt ihr? Ja. Schließt er ab? Ah nein, wir haben das vergessen drin. Ja, machen wir gleich. Okay. So, wir sind nur mal kurz auf geheime Mission. Bis später, Jungs. Hier. Was denn? Bezüglich UN, ne? Ja. Ich hab die mal so ein bisschen ausgespäht. Also die Versorgungsgüter, die wir da abwerfen, die landen hauptsächlich, denke ich mal, auf dem südlichen Teil des Airfields. Da lagen vorhin 2 Stück mitten auf dem Airfield drauf. Drumherum sind Waren postiert, die in 2er-Trupps drumherum laufen, wie ich gesehen habe. Ist alles ziemlich offen. Und alles mitten auf dem Flugfeld, also da wird es schwer ranzukommen. Einfach so. Wie bist du da drauf gekommen? Oder bist du den Minen ausgewichen? Ich bin nicht drauf gekommen, aber westlich ist eine ziemliche Waldschneise und da kannst du gut drauf schauen. Okay. Ja. Und ich habe noch was Brauchbares gefunden bezüglich Nacht. Aber das behalte ich erstmal für mich. Night Vision? Oh! Ui! Oh! Oh! Okay. Hast du eine Batterie dafür? Geheime Mission. Ja, ja. Boah, pass ja auf, dass du das nicht verlierst. Bis später mal. Nee, das wird versteckt. Spaß. Ach du Scheiße. Ich werde mich mal eine Runde schlafen legen. Alles klar, bis dann. Boah, der hat den Night Vision Visier, ne? Hä? Ich glaube, der eine denkt, der wohnt jetzt bei uns im Camp. Warum? Der kann doch da schlafen. Mila, was hast denn du da gerade geschrieben? Mein Tagebuch. So. Jetzt pass auf, dass uns gleich keiner... Hätte ich noch weiterschreiben können. Pass auf, dass uns gleich keiner beobachtet. Wenn ihr wisst, wo wir hingehen, nach Hogwarts. Oh. Lass kurz gucken, ob alles okay da ist. Wir rennen durch den neuen Gleis 3,9 Viertel. Eigentlich könnten wir bald mal auf die erste Aussperrmission gehen, oder nicht? Heute noch? Why not? Oder lieber nicht? Wir müssen noch Farbe finden für Mila ihr Dings. Dann können wir gehen, aber nicht mehr heute. Mila ihr Tarnanzug. Ja. Gifi, ja. Du machst gleich die Tür auf, ne? Ja.
Guckt, dass uns keiner folgt. Ich renn schon vor, bis denn die gucken, ob rein ist, okay, Lop? Okay. Komm, Mila. Ja. Ja, wohin? Zu unserem Versteck. Bist du hingeflogen? Hört ihr auch schon wieder diese komischen Geräusche? Ja. Hast du die schon gesehen, die Benelli, die ich gefunden habe? Was? Die Klappe, das ist unser Rebell. Ist eingefroren. Ja, ist doch normal. Guck mal, wie kalt der ist. Fass mal an. Das ist mein. Ich werde die Blaze benutzen, wenn ich unterwegs bin. Und die CR, wenn wir dann, ne? Die Rebellion starten. Guck. Ich guck, dass ich dir eine SVD noch finde, ne? So eine wolltest du ja haben. Ja. Die werden wir nicht finden. Ja, das ist einfach Glück. Oder das hier sind. 200 Nägel ungefähr. Das ist geh nix. Ich habe vorhin 300 verschenkt, die wir gefunden haben. Getauscht im Camp. Ja, das ist unsere geheime Rebellenbasis. Manchmal hören wir auch, wie einer hier über die Brücke läuft und die am Quatschen sind. Die Dings habe ich vorhin gehört zum Beispiel. Die Steffi. Der Ort ist halt so geil, hier kann man fischen und so. Hier kann man sich verstecken vor der UN. Und hier bunkern wir auch den ganzen, das ganze UN-Zeug, was die uns wegnehmen würden. Bis Darth Vader, ich finde, keiner findet uns hier. Hier sind schon so viele Leute drüber gelaufen. Ja, Da Vinci, komm. Ja, Chimpy, du musst tauschen mit anderen. Handeln. Wir haben gestern Nacht noch, hat die Mila mit dem Megafon, ich glaube, das war der Tetra-Pack, der da kam. Gifi und ich lagen auf der Wiese, auf offenem Feld, so. Ohne Rucksack. Und die Mila hat mit dem Megafon rumgeschrien und dann kam einer. Der hat uns nicht gesehen, aber wir 2 Meter vor dem waren. Ja, Tetrapack war das. Der hat nicht gemerkt. Nee, Teddy, das war ein bisschen dunkler. Wir suchen ja so, wir sind ja schon auf der Suche nach grünen Sachen.
habe hier zum Beispiel eine Hose gefunden. Ein Balaklava. Ich suche noch Schuhe und sowas. So eine Mischung aus Grün und Schwarz. Ja, Chippy, da musst du eben Funkgerät besorgen. Funken. Ich weiß ja nicht, wo du abhängst. Doch, ein Funk sind Aftwelche, aber viele sparen ihre Batterien. Mila, schreibst du noch? Ja, dann fick dich. Das stimmt, der Funke ist nicht mapweit. Muss schon in der Nähe sein. Warum wir eine Rebellion starten? Weil die verkackten Soldaten andauernd Airdrops bekommen und wir davon nichts abkriegen. Und wir hier untereinander handeln müssen und jeden Tag am Struggeln sind und jeden Tag loslaufen müssen. Du bist ein Affe, bist du. Jeden Tag müssen wir loslaufen und Fleisch besorgen und so. Wir kriegen alles in Airdrops geliefert und geben nichts davon ab. Naja, das Event mit der Kinderstimme kommt random. Ja, Leon, die sind nicht mehr drin. Die kann man sich nur ertauschen bei der UN. Thank you.
Alter, deine Hose ist kaputt. Fick dich, Güffi! Güffi ist voll dumm. Ja, ich hasse den. Er ist doof. Okay, wir werfen schon wieder Bomben. Aber hier sind wir safe. Hier kann uns nichts passieren. Wir sind hier unter der Brücke. Alles wird gut. Getan, ne? Ja. Kopf drin. Hoffe, ist die Bombe nicht irgendwo hier eingeschlagen. Komm sofort! Komm! Zum Triangel nochmal, oder? Hallo? Was hast du denn da gerade geschrieben, Mila? Den Rest von meinem Tagebuch. Dürfen wir das auch lesen? Oh. Vielleicht lieber nicht. Warum? Warum nicht? Also vielleicht lieber nicht. Da stehen meine Erlebnisse drin und was ich so denke und das ja schon irgendwie auch privat manchmal. Und Mila, warst du eigentlich in der Schule? Warum? Ich frag nur. Kannst du lesen und schreiben? Ja, wer kann das denn nicht? Weiß nicht. Gibt viele, die nicht voll gut dumm schreiben bestimmt können. So Leute wie Giffy. Ja, warum sagst du das? Entschuldigung, Giffy, ich finde nicht, dass du dumm bist. Mila malt beim Mandalas noch über den Rand. Gar nicht wahr. Doch, ich habe gesehen, wie du Mandala ausgemacht hast. Oh, ich lasse einen Stein flitschen. Im Bach. Au! Au! Oh! Aua! Entschuldigung! Ich wollte ihn eigentlich in den Bach schmeißen. Hallo? Seid ihr? Ich wollte einen Stein schmeißen. Ich habe Giffy getroffen. Hey, Curtis? Ja. Curtis? Oh, das ist nicht witzig. Guck mal, ich stell mir vor, dass du die Wand bist. Blöder Curtis. Du hast recht mit dem, was du geschrieben hast. Warte mal, was? Hä? Hey! Ich bin enttäuscht von dir. Habt ihr schon mal was von Privatsphäre gehört? Dann pack dein Tagebuch in den verkackten Tresor. Aber ich hab kein Tresor. Doch in deinem Zelt liegt einer. Echt? Ja. Oh.
Du bist kacke. Und keiner weiß, dass dein Code 1337 ist. Hast du gesagt, die riecht nach Katzenfutter? Warum ärgern eigentlich alle Mila? Dieser Carlos hat auch gemeint, die wäre dick, aber die ist gar nicht dick, nur weil ihre Hose kaputt ist. Ich weiß auch gesagt, nicht. Sie hat selber gesagt, dass sie dick geworden ist. Nein, ist die nicht. Wie denn bei dem ganzen Essen, was wir finden? Kann man doch gar nicht dick werden. Ja, nachdem unser Zelt jetzt leer gemacht wurde, haben wir auf jeden Fall kein Essen mehr. Aber der Jäger kommt morgen wieder, der bringt uns wieder was. Aber da ist noch genug drin, für ein, zwei Tage. Anscheinend hatten sich echt viele Hungrige in unserer Lage. Ich kann mir auch vorstellen, dass das der gierige Carlos ist. Der packt alles an, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Selbst was er nicht braucht. Deshalb schließt der Shorty sich noch immer in sein Zimmer ein, wenn er schläft. Hat er vorhin gesagt. Ich hab auf dem Weg, wo wir gewandert sind, gesehen, wie der Carlos die Steine in den Rucksack gepackt hat. Hat er immer so gesagt, oh, der Stein sieht aber schön aus. Und oh, der Stein ist ja besonders. Und dann hat er die alle eingepackt. Herrgott, Marie! Der packt sich die bestimmt zu Hause mal auf den Tisch oder so. Aber wir schießen jetzt nicht, ne? Wir haben eh schon zu wenig Munition. Oh nein, das ist verdummt. Jetzt sind meine Schuhe nass. Ist eh alles geplündert. Brauchst du einen Ninja-Wurfstern? Ich werf dich gleich mal. Mach doch. Mach ich auch. Ich schrei ganz laut an. Ui, Memo, guck mal. Hogwarts. Was denn? Oh, guck mal. Nimm die mit. Ui, die nehme ich mir. Nimm die. Lass zusammenbleiben. Da vorne ist einer. Aber ein Zombie. Hier links ist auch einer. Links ist auch einer. Im Haus dran. Siehst du den? Komm, Mila, zeig, was du kannst. Komm, ich knüpfe mir den vor. Nein, guck jetzt oder so. Oder Mila macht das besser so. Geh hier rechts rein, ja, ne? Ja, geh rein. Ich muss jetzt luschern. Boah. Ui. Hast du gesehen? Mashallah. Ja. Vor die Kämpfefrau. Wo hält denn da? Zündest du eine Rauchgranate? Hab ich nicht. Du hast die gezündet. Nein. Guter Wurf. Das sagst du niemanden. Okay. Ich hab dich was gewollt. Komm weiter, hier ist Mila drin. Oh. Ich hab was. Was? Fürs Nachtgerät gefunden. Was? Diese. Da. Oh, pack rein. Davon habe ich auch schon einen. Pack rein. Komm weiter, weiter, weiter. Ja, Zombie. Den mach ich. Da sind noch zwei. Oh wei, komm. Ich.
Weiter, weiter. Wer wirft hier mit Rauchgranaten rum? Hier ist irgendeiner. Maiwa, Chindario. Ui, 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 ui. Das war knapp. Du hast mich fast erschossen, du Idiot. Ich hab nicht geschossen. Hier ist irgendwo einer, pass hast auf. Hast du gehört? Ja, ja, hier ist irgendwo einer. Ja.
Curtis! Hör auf rumzuschreien! Das tut weh! Wer bist denn du? Oh, da! Hör auf! Ich seh dich! Boah! Entschuldigung! Es war nur der dumme Shorty, der geschossen hat. Ay, Junge! Ich hab nichts gemacht! Du Schwein! Ich hab hier schon angefangen, alles abzuschließen, weil ich denke, ich trap dich irgendwo. Hast du auf den Zombie geschossen? Ja. Schließ jetzt trotzdem alles ab. Boah, Mila, da tut richtig weh im Ohr. Was machst du denn da? Ciao. Oh, ist leer. Scheiße. Habt ihr irgendwas gefunden? Ich hab ein Schemat gefunden. Feldfunkgerät. Und grüne Handschuhe. Mila, du hast mir Aua gemacht. In mein Ohr drinne. Entschuldigung. Du hast auch die Rauchgranaten geschmissen, ne? Ja. Ich hab dich einmal ganz kurz gesehen. Es ist schwierig, mir droht, sich direkt zu verstecken. Ich hätte dich abgeknallt. Woher wusstest du denn, dass wir das hier sind? Ich hab euch gehört, ich war auf der anderen Seite von der Mauer. Oh. Vorhin war einer bei uns im Lager, der hat einen Nachtsicht-Scope gefunden. So ein Riesenteil. Nachtsichtscope. Jo. Oh. So ein Riesen. Giffy, was ist mit dir, Alter? Böse das Mila. Richtig Premium, nachts dahin zu gehen. Jetzt hab ich ein Fiepen auf dem Ohr. Ihr seid böse, ihr habt Tagebuch gelesen. Haben wir nicht. Und du hast mich beleidigt im Tagebuch. Doch, hast du. Nee, schau, du hast du Klein genannt und hast geschrieben. Hast geschrieben, dass er einen Hocker braucht, um irgendwo ranzukommen. Doch. Lügner. Bisschen Luge Betrugo. Stimmt doch auch. In Zukunft will ich wirklich alles in mein Zelt. Boah, ich hab grad wie einen Profi hab ich die Rauchgranate weggeschmissen. Frag mal Güffi. Ja. Boah. Der hat die geworfen, die ist hier beim ganzen Komplex geflogen und ist dann genau da gelandet, wo er es vorher gecallt hat. Du hättest mich übrigens fast umgebracht mit deinem Schuss auf den Zombie, auf den ich gerade zugerannt bin, ne? Ich hab dich nicht gesehen, ich hab nur den Zombie gesehen. Ja, du hättest mich fast umgebracht. Das war kein Meter, der hat die Kugel mich getroffen. Und dein Freund Carlos schuldet uns noch was. Das machst du mit ihm aus. Was nö, ich schick, einfach, ich schick euch einfach den Haze. Der Haze ist so weit wie Rambo hier. Sollen wir hier weiterliegen bleiben oder wollen wir zurück zum Lager? Warum ist der jetzt mal sauber hier alles getötet? Hallo. Aber hier ist nix, ne? Alles geplündert. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine schwarze Hose in Dax Splinter. Aber Rest alles Müll hier. Und eine kaputte KA. Ja, morgen können wir mal nach Starry Sobor gehen. Da findest du auch gute Sachen. Können wir? Oder heute Nacht oder noch? Ich gehe noch mal dahin. Ich wäre auch für heute Nacht, glaube ich. Nee, heute schlafen. Ja. Hast du gestern auch gesagt. Ja, Mila hat gegen das Zelt getreten und meinte, komm du faule Sau, komm. Nichts hab ich. Klar, ich lag da mit zwei Zucchinis im Bett und einer Dose Speck und hab mir mein Heft angeguckt und du trittst gegen mein Zelt.
Komm, du faule Sau, komm, wir gehen plündern. Jetzt ist die Zeit gut. Alle schlafen. Mhm. Gar nicht wahr. Klar. Kann ich bestätigen. Kannst dich nicht mal richtig hinlegen, Junge. Mach mal ein paar Sit-Ups. Okay. Trainier mal ein bisschen. Das sind keine Sit-Ups mehr. Machst du da? Sit-Ups. Das sind doch keine Sit... Ah, jetzt. Ja, und... Steh mit. Ich kann nicht zählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwei. Eins. Sechs. 18. 25. Hier reicht. 7. Glückwunsch, du hast 7 geschafft. Ah, wir müssen uns einfach mal in den Norden boxen nach Tizi, aber... Leg dich nochmal auf den Rücken und mach das nochmal. Wie machst du das? Wie habt ihr beide überlebt, ey? Ich frag Edel. Wer ist ein Edel? Ja, dieser Was? Edelmann. Wir müssten uns mal nach Tizi durchboxen, aber es ist ein endlos langer weiter Weg, ne? Naja, heute Nacht haben wir Zeit. Ne. Ich geh nicht mehr nachts los und dann muss ich da in der Scheune pennen. Jojo. Nein, nein. Das ist mein No-No Square. No, don't touch me there. This is my No-No Square. No, no, don't touch me there. Habt ihr schon gesehen? Milas Hose ist kaputt. Kommt das nicht davon, dass sie so dick geworden ist? Ich hasse euch. Kommt ihr gleich wieder. Sollen wir zum Lager? Ja. Ja. Wir können ja morgen Mittag mal nach Tizi. Guck mal, ich habe eine Weiger gefunden. Nimm die mit. Aber die hat Ladehemmung gerade, warte. Schatti. Oh, du. Du Drecksau. Mila! Tschüss, Da Vinci. Schlaf gut. Wo ist Mila? Ich weiß nicht. Die versteckt sich irgendwann im Wald. Ich pflück deine Blume. Das Mann verzieht. Au. Mila! Da läuft sie allein im Regen. Mila! Ich hab dir eine Blume gepflückt. Entschuldigung. Ich hab dir eine Blume gepflückt. Ich glaube, das ist eine peruanische Sonnenblume. Willst du die haben? Ja. Da. Können wir jetzt weiter?
Gehen wir nach Hause? Ich würde die essen, die sieht lecker aus. Mhm. Ja, du nimmst doch alles im Mund, du Schwanzlutscher. Da hat er recht. Du bist alt. Und du hast nur ein Auge. Wie kommen wir nach Hause? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich auch nicht. Aber wir gehen wieder auf den Wanderweg. Ja, sollen wir morgen nach Tisi, Mila? Hähnchen. Bist du sicher? Da müssen wir aber alles mitnehmen. Medikamente, genug Munition. Essen, trinken. Da scheitert der Plan schon. Genug Munition. Doch, ich habe fast 50 Schuss. Ah, so sieht es also von oben alles aus. Was? Ach so. Der Chat ist müde und kriegt kein Tinkepädchen. Kein Tinkepädchen. Kein Tinkepädchen. Geht jetzt schlafen? Ja, ich hau mich hin, glaube ich. Okay, dann bastel ich ein bisschen in meiner Hütte weiter. Fall nicht wieder nach hinten um, wenn du den Hammer hebst. Ja, ich versuch's. Ich nehme immer den kleinen Hammer, nicht den großen. Dann geht's. Chat ist immer müde. Alles Bots. Ciao, ne? Bye, have a great time. Mila, sollen wir deine Hose gleich nähen? Ich hab schon versucht. Geht nicht? Bye. Müssten eine neue finden. Ja. Vielleicht eine, die ein bisschen stabiler ist. So weite Hosen, weißt du, die so gemütlich. Ja, oder so ein Rock. Hey! Fickt euch! Ich hab dir die Puma extra gepflückt. Dann die Puma. Mila. Wie sie geworfen hat? Ja. Was ist mit der Puma? Du bist gemein. Warum? Ich meinte doch, eine, die länger hält bei diesen Wetterbedingungen und so. Ja. Man kann ja ganz deutlich sehen, dass die nicht kaputt ist, weil du dick bist, sondern weil du vielleicht durch Sträucher gelaufen bist und dann ist die aufgegangen. Ne? Ja. Ja. Weiß nicht, alles wann es gut passiert ist. Vielleicht war... Oh, okay. Alles ist gut. Beruhig dich. Ja. Du hast kein Fieber. Nein. Komm. Das sah komisch aus. Du siehst komisch aus. So, eine Bume. Krieg schon wieder die Penner.
Chat, seid ihr müde? Oh, wir haben schon 12:30 wieder. Hände hoch, oder es knallt. Ich bin auch müde, ich mache mir jetzt gleich noch was zu essen. Dann lege ich mich ins Bett. Dann gucke ich The Walking Dead. Und ich rhyme echt fett. Und morgen in aller Frische. Haha, Trottel. Wenn ich die Steffi sehe, der CEP, dann verkloppe ich die. Hallo Shapes, hier wird nicht gelacht über The Walking Dead, ja? Michonne ist die Beste. Kam der Jäger wieder vorbei? Nö. Oh, Erdbeermarmelade. Oh, gute Nacht. Ja, ich penne hier draußen in dem Zelt. Ich habe ja keins. Okay, gute Nacht. Ich dachte, bei Lucky noch mit dem Feld. Nee, bei dem will ich nicht. Der stinkt nach Käsefuß da. Na, komm zu mir, wir teilen uns einen Schlafsack. Ja, als ob. Nachher kommen die Bullen noch. Nachher kommt die UN noch hier hin und tritt mir die Tür ein. Sonne Boome. Sonne Boome. Ein cooler Short-Stream. Ein bisschen was für die Daisy-FP-Story. Ich wünsche euch alle eine wunderschöne gute Nacht. Und Dankeschön für den Support. Danke für eure Liebe. Wir sehen uns nachher. 19 Uhr. Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Have a good time. Bye-bye. Schlaf gut, lasst euch nicht anquatschen. Benimmt euch, wo immer ihr hier auch hingeht. Tschüss, gute Nacht. Tschu, tschu.